So, Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Assassin's Creed Origins. Wir sind in der letzten Folge vor einer Höhle stehen geblieben, eine Nebenquest, die werden wir erfüllen und danach werden wir uns mal ein paar neue Hilfsmaterialien suchen, um unsere Montur bzw. unsere Herstellungsattribute hier mal ein bisschen nach oben zu peitschen. Gleich nach dem Intro geht's los, bis gleich. So, wir stehen vor dieser Höhle. Da vorne ist ein kleiner Boy und der ruft diesen komischen Shenzira. Fenoku. Fenoku, es ist Fenoku. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Unsere Stimme klingt Shenzira? Gedämpft. Er wollte sich die Schädel wegen in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt. Und Shenzira zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Shenzira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Okay. Halten zum Verfolgen. Erkundungsgebiet. Neuer Ort entdeckt. Grabmal am Berg der Toten. Erinnerung. Halte eine Fackel. Schwubbel die Bubbel. Okay, Doc. Kann ich hier durch? Natürlich nicht. Er lässt das Ding einfach fallen. Kann ich hier wieder aufheben? Jawohl, kann ich auch. Okay. Warum leckt es hier drin? Aha, da ist schon einer durch. Da ist noch eine Rolle. Wie gesagt, wer sich das gerne durchlesen möchte, kann das tun. Ich für meinen Teil finde das mehr als uninteressant. Interagieren. Teti, Sohn des Minotep, der überlebt. Ach Gott, bla. Ah, vielleicht sollte ich mir das durchlesen. Vielleicht wird mir das ja irgendwie helfen. Du wirst von Amun geliebt werden, dem Gott, der sich selbst schuf, dem Herrn der Schönheit. Wow, das hat mir übel geholfen. Das hat mir richtig geholfen. Was ist hier jetzt los? Hä? Ah, Moment mal. Ah, ich sehe schon. Nimm die Fackel mal lieber wieder mit. So. Was ist hier so los? Senu nicht verfügbar. Aha, was ist das? Plündern. Okay, hier steht wieder einiges an Zeug rum. Was ich mich schon wieder frage, wie ist der Typ dahingekommen? Na? Wie ist der da hingekommen? Senu ist nicht verfügbar. Huch. Ach so, ich habe die Fackel fallen lassen. Ja, alles klar. Kann ich hier eventuell auf irgendwas schießen oder so? Wie finde ich den Weg dort rein? Er hat sich hier irgendwie versperrt. Nicht da meine alte Fackel oder soll das eine Kerze sein? Ach so, nee, das ist nur so ein Teil, was ich plündern kann. Hier geht es zum Beispiel hoch, sehr schön. Warum gehen die Spinnenweben nicht weg, wenn ich da mit einer Fackel durchlaufe? Ah, was ist das? Wie ist er hier durchgekommen? Ja, frage ich mich auch. Manche Objekte können bewegt werden. Mit Y kann ich das Objekt bewegen bzw. greifen. Ach so, verstehe, verstehe. Lass mal wieder los. Er hat anscheinend irgendwie Husten oder so. So, halt das Ding. So. Kannst du ruhig wieder loslassen. Wir nehmen die Fackel wieder mit. Und dann gehen wir hier rein. Und dann würde ich sagen... Shenzira, geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Er ist am Start. Nicht sein. Ich verstecke mich vor den Hyänen. Aber hier gibt es einiges. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön. Ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Nice. Sieh nur. Was ist das? Das würde ich selbst gern wissen. Es muss sehr alt sein. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht. Wie bist du reingekommen? Da lang. Aber da sind die Hyänen. Okay, was ist das für ein Teil?
Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Das alte Königreich. Erfolg freigeschaltet. Jäger des verlorenen Grabes. Naja. Ein Fähigkeitspunkt. Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist, und ich dachte nicht, dass es jemanden schadet, wenn ich es ihnen sage. Chenzira, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Naja. Naja. Oi. Jetzt chillt mal ein ganz knochiger Kollege. Und hier sind also irgendwo Hyänen oder was? Hyäne! Chenzira, verstecken! Sie sind noch hier! Ja, natürlich sind die noch hier. Wo sollen die hin? Richtiger Bauer. So, die erste hätten wir down. Wir wollen mal hier hochgehen und gucken wir mal, was wir hier so machen können mit unserem Bogen. Was ist das denn? Ein Jaguar oder sowas? Ist natürlich geil. Den lassen wir mal gerade noch am Leben. Nee, den einen hat er schon... Ah, ich habe keine Moon mehr oder was? Ja, schade. Dann, meine Damen, meine Herren, müssen wir mal gerade hier ein bisschen... Oi. Und, komm schon. So und so. Plündern, Pelz, Leopardenfell. Sehr nice. Quest abgeschlossen. Darf ich dich was fragen? Ja, hau rein. Wozu? Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Nö. Naja, du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen. Jetzt ab nach Hause. Verzieh dich, Boy. Okay, wir hätten die Quest abgeschlossen und wir haben einiges an Materialien gesammelt. Was ist das für ein komisches Dings? Ich bräuchte mal kurz die Legende. Verflucht. Ach du Scheiße. Ah, hier. Stabilisierungshandschuh erhöht. Hier brauchen wir Zedernholz. Oh. Okay, Leder und Bronze, Zedernholz und was weiß ich, was das andere ist. Nahkampf, was haben wir hier? Qualität, Hauen und Stechen. Okay. Das heißt, die Harpe des Perseus können wir mal rauslutschen. Was ist denn eigentlich mit meinen Schildern? Hilfsmittelfähigkeit, Reittier, Wanderer. Alles klar, okay. Dann, hey, Moment mal. Habe ich eigentlich meine Bögen alle zerlegt? Ja, habe ich. Fähigkeiten kann ich mir auch wieder eine aussuchen. Deine Adrenalinanzeige ist zu Beginn eines Konflikts immer zur Hälfte gefüllt. Nach einem leichten Angriff RB gedrückt, um eine Stoß-Angriff-Kombo auszuführen. Höchstleistungs-EP. Okay. Höchstleistungs-Kombo. Ultra-Höchstleistung. Verdoppelt den Schaden deiner Höchstleistungsfähigkeit. Das finde ich cool. Das schnapp ich mir. So, Grabmal am Berg. Jetzt gucke ich mir gerade mal noch auf der Karte an, was hier so questetechnisch geht. Hier ist noch ein Ort, hier ist noch ein Ort. Da kann ich, konnte ich da eigentlich noch hin neulich? Hier wird immer mehr freigeschaltet. Hier ist noch eine Quest. Das heißt, ich müsste theoretisch noch zu diesem Fragezeichen, zu dieser Quest da unten und hier hin. Dann wollen wir mal hier den Ömmel rufen. Kommt er nicht? Was ist mit meinem Esel hier, mit meinem Kamel los? Warum kommt er nicht vorbei? Warum nicht? Witzig wäre, wenn ich mir auch eine Kapuze aufsetzen würde, nur weil er hier im Spiel eine Kapuze aufhat. Ah, da ist er. Hey, Boy. Komm schon. Auf geht's. Ach, ich will doch nur, dass er... Ach so.
Wenn ich das mache, macht er hier automatisch einen auf Ömmel oder was? Nein. Ich will einfach nur, dass er schneller... Egal. Wenn ich das hier gedrückt halte? Nee. Okay. Anscheinend kann das Tier nicht schneller laufen. 82 Meter. Ah, okay. Das hier ist sowas wie so eine Festung, oder was? Sperrgebiet. Dann will ich mal versuchen, sehr aufmerksam. Hier noch so ein bisschen. Töte den Hauptmann, Schatz plündern, Missionsziel vor Ort. Was geht ab mit Missionsziel? Quests? Nee, alles klar, okay. Erstmal den Hauptmann töten, denke ich mal. Ich glaube, das könnte schon eventuell das Questziel sein. So, ich weiß jetzt nicht, ob die Dudes hier reinkommen. Hier kann ich wieder interagieren. Cheops ist am Start. Töte den Hauptmann. Habe ich schon gemacht, oder was? Junge, Junge, Junge. Oh. Da sind jetzt gerade aber drei hier am Start. Ein paar Pfeile noch am Start. Kann ich noch ein bisschen was wegplündern? Oh. Stimmt, endlich! Oh, jetzt habe ich aber hier die Kacke am Dämpfen. Den habe ich im Flug erwischt. Das ist natürlich krass. Das war natürlich jetzt mal schneller, als ich gedacht habe. Pass auf. Dann hole ich jetzt mal den komischen kleinen Vogel hier raus. Gucke hier ein bisschen rum und stelle fest, dass da der Schatz ist. Ja, dann gehen wir mal hier rüber, ne? Hüpf. 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 Da ist die Schatztruhe. Und Plünderei. So, ein Missionsziel ist noch vor Ort. Was könnte denn damit gemeint sein? Soll ich nochmal den Seno hier an den Start bringen? Missionsziel vor Ort. Redet. Arbeitet. Ja, alles deutet hierhin irgendwie. Lager am Korallenriff. Okay. Dann werde ich mal gerade irgendwie in diese Richtung gehen, oder? Wenn Johnny Boy mir hier anzeigt, dass hier irgendwas am Start ist, dann werde ich das mal tun. Kein Plan, was ihr hier labert, aber ich werde mal versuchen, hier reinzukommen. Okay, geht nicht. Dann gehe ich mal einfach hier hoch. Ah, so. War das das Missionsziel? Ich glaube nicht, oder? Hier werde ich auch nicht rein können. Das sieht mir auch wieder sehr massiv aus. Hm. Ach, da. 80 Meter bis zum Missionsziel. Gehen wir mal gerade kurz hin, ne? Machen wir mal eben fertig. Okay, das... Ui! Alter Schwede. Der springt ja hier nicht schlecht. So, was ist denn das Missionsziel? Ach so, das ist einfach nur das Sperrgebiet, oder was? Ja gut. Dann hätten wir das ja praktisch eigentlich auch schon erledigt. Hier können wir noch hin. Was ist das? Wieder ein dösiges Foto. Und hier ist noch ein Missionsziel. Ich hätte ganz gerne diesen Punkt hier noch fertig. Ich versuche, da jetzt nochmal hinzukommen. Es sind allerdings 400, 500 Meter, alter Schwede. Das ist jetzt nicht ganz wenig. Komm, den hauen wir gerade noch um. Bevor er hier wieder irgendwelche dummen Fragen stellt. Plündern das Ding, sitzen auf und go. Bededuk, hallo, ist witzig. So, und wenn wir dann da oben waren, dann gehen wir nochmal kurz hier runter zu dem nächsten Fragezeichen und dann Shintoko, Shintoko. Hat man das auch erledigt? Meter da oben hin. Aha,
Aha, ich sehe hier ein Seilchen, was gespannt ist. Eventuell könnte man ja mal versuchen, an dem Seilchen hochzuklettern. Kann allerdings auch sein, dass das Seilchen nur dafür da ist, dass man da dran runterrutscht. Oh, was haben wir hier? Plündern. Pling, pling. Aber, wie ich sehe... Oh. Nee, alles klar. Wir können quasi nur dran runterrutschen. Na, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir da irgendwie hoch können. Ey, Moment mal gerade. Na, ist natürlich krass. Wir machen das Ganze einfach mal zu Fuß. Ob wir es jetzt im Endeffekt schaffen oder nicht. Kein Plan. Aber wir versuchen es. Den Punkt, den ich mir markiert habe, den habe ich jetzt gleich schon erreicht. Ist nicht mehr weit von dort aus. Hätten wir quasi schon... Naja, 100 Meter müssen wir dann noch irgendwie in die Höhe kommen oder so. Ich habe es in der ersten oder zweiten Folge schon mal versucht, da oben hochzukommen. Allerdings war mir dort dann der Weg versperrt aufgrund so einer schwarzen, nebligen Wand. Ich will es einfach nur nochmal probieren. So, hier ist dieses Teil. Hier werden wir dann wahrscheinlich runterrutschen können oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir dafür auch noch irgendwas Spezielles haben. Man weiß es nicht. Hier ist die Wand. Schon am Start. Gebiet nicht verfügbar. Desynchronisierung. Was stand da? Steht bevor. Okay, mal gucken, ob ich hier einfach so hoch kann. Das pulsiert natürlich nicht schlecht, ne? Gebiet nicht verfügbar. Bin ich immer noch... Ach, ich bin schon im nicht verfügbaren, verfügbaren Gebiet, oder was? Ja, hier nicht mehr. Komm, wir versuchen's. Mach dich nicht lächerlich, Boy. Du kletterst wie ein... Geißbock? Sind das die Teile, die so heftig klettern? Guck mal, wie er hier langömmelt, ey. Ist schon krass. 80 Meter nach rechts. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall zu erreichen, sonst wäre das ja nicht so auf der Karte, oder? Kann ich hier eigentlich loslassen und dann da hängen bleiben? Er klettert hier echt hoch, alter Schwede. Schnellreiseziel. Ja, das markiere ich mir mal einfach. 40 Meter nach oben. Ja, ich glaube, das passt, oder? Da kommen wir doch hin. Da kommen wir doch hin. 20 Meter. Komm schon. Jawohl. 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 Hä? Jetzt mach bloß keinen Scheiß hier. Hätten wir das. Wow. Sieht natürlich schon nicht ganz so unspektakulär aus, oder? Okay. Ist krass. Synchronisation beendet. Weltkarte aktualisiert. Senus-Wahrnehmung erweitert. 100 EPs. Alles klärchen. Jetzt spring. So, das hier scheint schon ein neues Gebiet zu sein, glaube ich. Könnte natürlich daran liegen, dass hier so... Nee, das sind einfach nur Straßen, ne? Das sind einfach nur Straßen. Hier würde ich jetzt ganz gerne hin. Und danach gehen wir mal hier hin. So, und danach gehen wir von da aus dorthin. Obwohl das hier natürlich am nächsten ist. Was geht denn mit meiner Ausrüstung schon wieder? Bronzeschild. Kann ich direkt zerlegen. Nahkampf. Kann ich direkt zerlegen. So. Ja, wie machen wir das? Eigentlich ist das hier am nächsten. Eigentlich ist das am nächsten. Ja, eigentlich ist das hier auch schon hier vorne. Alter. Okay, er kann echt springen von dort. Übel heftig. Na klar. Oh, plündern, plündern, plündern. Alles klar, ne? Wisst ihr Bescheid.
So. Was geht? Kann ich hier nicht einfach dran springen? Doch. Ja, du kriegst definitiv keine heißen Hände. Überhaupt nicht. Also wirklich jetzt nicht. Ist hart. Kannst du nicht einfach loslassen hier? Nice. Vorteilhaft ist, dass hier noch mein Reitgetier steht. Und auf geht's. Hit and run. Vorne sind Hyänen am Start. Juckt keine Sau. Nicht wahr? Oh, vielleicht doch. Neuer Ort entdeckt. Heimatpunkt. So, ich steig mal gerade ab. Ich glaube, die Hyänen habe ich gerade schon. Banditen. Wie kommen sie an diesen heiligen Ort? Wo sind denn die? Hier drinne? Hey, was? Ach du Scheiße. Du hättest nicht herkommen sollen. Ach du Scheiße. Der sieht mal gerade ein bisschen anders aus, doch. Da bist du ja. Oh shit, der hat ein ganz krasses Teil am Start. Ui, was geht mit meinem Bogen denn? Ja, komm. Ei. Ehrlich jetzt? Mit einem Schlag? Oh. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ist nicht schlecht. Alter Schwede. Okay. Ist krass. Ist krass. Warum habe ich auf einmal 4 Pfeile? Kannst du mir erstmal sagen? Okay, so ein paar Teile hier noch an den Start kriegen. Ich habe auf einmal 4 Pfeile. Warum schieße ich denn? Ich habe auch nur noch 3 Pfeile am Start. Das ist natürlich nicht so cool. Deswegen wäre eventuell ein Jagdbogen gar nicht mal so verkehrt. Der wird wahrscheinlich nur ein Pfeil rausfließen. Ne? Da vorne ist noch ein Boot. Okay, Freunde. Dann würde ich mal sagen, ich kann da einen Schatz plündern, aber da sind noch echt viel zu heftige Leute. Dann nehme ich mir mal gerade das Ding hier vor. Nebenquest, Stufe 5. Dafür werde ich mich aber mal gerade hier... Nee, Moment. So. Werde ich mich da mal gerade hinschnell reisen lassen. Dann sind wir wenigstens schon den ein oder anderen Meter weiter vorangeschritten. Und dann möchte ich mal gucken, was da so abgeht. So langsam sollten wir wirklich mal mit der Hauptquest weitermachen. Aber ja. Ihr kennt ja mein Gameplay. Also wer mein Mass Effect Andromeda Gameplay gesehen hat, der wird wissen, dass Nebenquests eventuell sehr attraktiv für mich sind. So. I get around. Auf geht's. Oh, Shrift Rollos am Start. Verzieht euch. Ich muss hier durch. Ciao, das war nicht meine Absicht. 350 Meter. Questlog. Quest nachverfolgen. Warum ist dieses Ding hier so langsam, ey? So, 200 Meter. Was geht denn da vorne ab? Und warum Nebenquest? Hä? Was ist los? Steinkreis des Amun. Speichert. Mein Sohn. Eine Erinnerung? Du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Ja.
Okay. Du wirst sie bekommen. Interagieren, Sterne anordnen. Bajeks Versprechen. Hm? Sterne anordnen? Ja? Sternbeobachtung. Finde das Sternbild. Drehe das Muster. Papo, warum gibt es so viele Arme in Ägypten? Und die nicht hierher gehören, sind reich. Ägypter haben vergessen, wer sie sind. Sie nehmen ihr Reichtum als Ehre. Dann bleibt ihnen nichts. Was geht hier denn ab? Nicht mal Gerechtigkeit. Ah, ich glaube. Aber wir sind Magi. Wir bringen Gerechtigkeit und Ehre nach Ägypten zurück. Ja, mein Sohn. Wir haben nicht vergessen, wer wir sind. Vielleicht wir hier? Wir bleiben beständig ganz gleich, wo wir herkommen. Das ist natürlich übel, Alter. Jetzt muss ich hier so ein Dingen anordnen, oder der was? Der König der Götter. Aufgeteilt in zwei Erscheinungsformen. Amunet, die große Göttin der Verborgenheit. Und der Herrscher über den Wind. Warum war denn hier jetzt gerade so ein... Er bewahrt die Gerechtigkeit. Als Herrscher der Schatten so ein Schweif am Start. Vernimmt er die Stimme der Armen. Boah, auf jeden Fall zwei Punkte ganz nah beieinander. Und vergibt ihn. Wo könnte das sein? Eventuell hier. Nee. Das ist es nicht. Oder vielleicht doch. Ah, da vielleicht hier. Wah, wah, wah. Da ist er. Alter, das sieht cool aus. Amun. Das ist Amun gewesen. Ja. Hat er geordnet. Nicht wahr? Okay. Quest vorbei, oder was? Ort beendet. Steinkreis des Amun. Schwubbel die Bubbel. Mach Gas. Wow. Dann. Auf zum Atem. Auf zum Atem. 700 Meters, Alter. Das ist nicht schlecht. Okay, wir gehen auf jeden Fall sehr progressiv vor, möchte ich mal behaupten. Also, dafür, dass es immer noch die erste Aufnahmesession ist hier, wie ihr unschwer erkennen könnt an meinem Outfit und an der Veränderung des Tageslichtes. Ich mache mal kurz hier ein bisschen so und gucke, ob das die Lichtverhältnisse ein wenig verändert. Ja, verändert schon, aber wer weiß, ob es besser ist. So, was haben wir denn hier? 250 Meter noch. Hoffentlich ist er nicht wieder so der übelste Typ am Abgehen mit seinem ganz krankhaft krassen Megaschild. Neuer Ort entdeckt. Geiernest. Tier töten. Okay, steige ich mal ab. Das ist ein Tier, oder was? Ich habe keine Pfeile. Perfekt. Wie soll ich denn hier einen Geier töten? Ich glaube, hier ist auch nichts am Start, wo ich eventuell mal so ein paar Pfeile gathern könnte, oder? Doch, vielleicht da unten. Sorry. So, da hat doch mal eben gerade noch mal kurz mein Telefon geklingelt. Meine Güte. Wenn man nicht auf alles vorbereitet ist. Ich hätte es mal leiser machen sollen. So, Pfeile brauche ich. Pfeile. Ist das überhaupt ein Ort, den ich schon entdeckt habe hier? Nee. Aber doch, so halb, ne? Hier war dieses... Mit den Schätzen, gut, dann weiß ich aber hundertprozentig, dass es hier irgendwo Pfeile geben muss.
Also wäre eigentlich ganz nice. Ansonsten muss ich irgendwo hingehen. Wir sind natürlich auch schon ein bisschen fortgeschritten in unserer Folgenzeit. Okay. Okay, es scheint so, als ob ich hier gerade keine Pfeile finden würde. Das bedeutet für mich, dass ich die Folge an dieser Stelle erstmal beende. In der morgigen Folge werde ich mir dann quasi neue Pfeile holen. Ich werde diesen komischen Geier töten und dann werden wir sehen, was passiert. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet gerne den Part und schaltet morgen wieder ein. Bis denne. Tschüssikowski.